So, da haben wir den dritten, den Drecksack 80. Hoffen wir mal, dass er kein Drecksack ist. Wenn ich jetzt hier vorbei will, bin ich eher der Drecksack, weil ich jetzt hier voll gegen seine Karosserie gefahren bin. Das wollte ich natürlich nicht, aber... Hallihallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Forza Motorsport 5. Und ja, ihr seht schon, wie versprochen, habe ich mal hier ein etwas älteres Modell ausgepackt. Und zwar hier ein BMW 2002 Turbo aus dem Jahre 1973. Ja, in der letzten Folge sind wir über den Nürburgring geheizt zu Ehren des 24-Stunden-Rennens. Und ja, vorweg schon mal, wow, was war das für ein 24-Stunden-Rennen? Wie schon angesprochen, die GT3-Renner haben ein wahrliches Sprintrennen abgefeuert, sage ich mal. Haben auch einen neuen Rundenrekord aufgestellt mit 158 Runden in diesen 24 Stunden. Also echt Wahnsinn, den alten Rekord um 2 Runden geschlagen. Und ja, Audi hat gewonnen, Audi Ultra, LMS Ultra, R8, LMS Ultra. Ja, so, jetzt habe ich es komplett zusammen. Ja, Audi somit innerhalb von einer Woche 2 24-Stunden-Rennen und die größten 24-Stunden-Rennen der Welt gewonnen. Also da an meiner Stelle schon mal Glückwunsch. Nichtsdestotrotz war ich jetzt hier im BMW. Weil in der Karriere sind wir ja stehen geblieben bei den Mehrklassenveranstaltungsrennen auf der D-Klasse. Und da habe ich ja gesagt, dass ich nach jeder Folge das Fahrzeug wechsle, um ein bisschen Abwechslung reinzukriegen. Und da habe ich auch ja gesagt, dass ich ein etwas älteres Modell nehme. Deswegen haben wir hier diesen 73er BMW 2002 Turbo. Und da gucken wir mal, wie es mit dem läuft. Ja, ich will das Auto wählen. Wunderbar. Und dann kommen wir auch nach Sebring. Und fahren in Full Circuit und gucken wir nochmal, wie wir uns da schlagen können. Wir verlassen Spanien, da waren wir ja zuletzt mit unserem Celica. Wir kehren zurück auf eine der ältesten Rennstrecken der USA, den Sebring International Raceway. Und eben gehen jetzt hier auf Sebring. Ja, tuning-technisch habe ich da ein bisschen ein paar Teile eingebaut. Nichts Einstellbares, also außer ein Differential ist, glaube ich, drin und sonst eigentlich nichts. Reifendruck habe ich ein bisschen runter geregelt noch bei dem BMW. Ansonsten ist er eigentlich ja, von Tuning-Einstellungen her Standard, noch von Einbauteilen. Da habe ich ein bisschen mehr Power reingepackt, ein bisschen breitere Schlappen drauf gemacht, dass es ein bisschen mehr Grip hat. Im Großen und Ganzen im Vergleich zum Celica ist er, sage ich mal, ein bisschen mehr Bums, ist leichter, wiegt unter 1000 Kilo. Also unter einer Tonne und ja, muss mal gucken, wie es läuft. Wir sehen hier, unsere Konkurrenz fährt auch wieder höchst ältere Fahrzeugmodelle. Und dem her passen wir jetzt eigentlich viel besser ins Feld, außer jetzt dieser Honda Civic, der jetzt vor uns steht. Aber sonst sind jetzt alles etwas ältere Modelle und somit passt es hier eigentlich dann ganz gut rein. Und dann gucken wir doch jetzt einfach mal, wie es denn läuft hier mit dem BMW, mit dem 2002 Turbo. Ich bin selbst mal gespannt. So. Ja, komm eigentlich ganz gut weg. Komm hier gleich mal ein bisschen näher ins Feld. Sieht eigentlich ganz gut an, das Auto. Kann man sich nicht beschweren. Jetzt müssen wir hier aufpassen in der Kurve. Und ihr merkt auch schon, wie das Auto jetzt hier gleich in der ersten Kurve so richtig halber umkippt. Also richtig, ja, da merkt ihr, da sind die Federn nicht so hart. Diesen alten Autos, ja, da merkt man halt richtig noch, wie sich das Gewicht so verteilt. Da müsste man jetzt natürlich härtere Stabilisatoren einbauen, alles ein bisschen härter machen natürlich, wenn man das vermeiden will. Aber das brauchen wir nicht, wir kommen trotzdem gut rum. Ein bisschen Gewicht darf es ja verlagern. Und da sind wir auf dem 7. Platz vorgefahren, 14. da sind wir ja wieder gestartet. Und jetzt kommt diese ganz, ganz gefährliche Kurve hier vorne, diese ganz, ganz enge rechts. Da müssen wir jetzt hier, ich gehe jetzt schon mal ein bisschen vom Gas, dass ich dem da hinten nicht drauf fahre. Vielleicht außenrum. Klappt ganz gut, glaube ich. So, Platz 6 haben wir auch schon. 2 Runden haben wir Zeit übrigens. Das seht ihr ja unten links. Ja, der fährt hier neben raus. Die sind auch ein bisschen langsamer. Kann ich vielleicht den Windschatten, aus dem Windschatten raus. Ja, schwierig. Jetzt bin ich aber an der inneren Seite. Vielleicht kann ich da attackieren. Ja, sieht ganz gut aus. Fahren hier außenrum vorbei. Ja, so wie es aussieht, 2. Platz.
Muss man hier auf die Bremse. Ein bisschen zu spät gebremst. Jetzt kostet wertvolle Zeit. Da wird auch schon von hinten attackiert, aber wir halten das Ergebnis noch ganz gut. Sind aber direkt hinter Platz 1. Also wir spülen uns richtig gut vor. Der BMW läuft allerdings sehr gut. Also auf der Strecke muss man sagen, passt das Setup ganz gut, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Das liegt aber auch daran, wie gesagt, das Auto hat wirklich Beschleunigung, hat Power unten raus. Da kann man überhaupt nichts dagegen sagen. Also gerade im Vergleich, ich habe es ja auch ein bisschen so eine Anlehnung daran getunt, von den Werten her, von den theoretischen Werten her, von unserem Toyota Celica. Und zwar, da war es halt so der Fall, da hatten wir viel Grip. Aber die Power unten raus hat ein bisschen gefehlt. Das war kein schlechtes Auto, ihr habt es hier gesehen. Wir haben ja nicht alles dominiert damit. Aber hier habe ich jetzt ein bisschen weniger Grip. Trotzdem noch mehr als genug, würde ich mal behaupten. Und oh, da gibt es leichte Berührung jetzt hier beim Anbremsen. Geht aber alles gut. Aber da habe ich jetzt richtig viel Power unten raus. Also in der Beschleunigung ist das Auto jetzt hier eine Wucht. In der Höchstgeschwindigkeit wiederum nicht so. Aber wie gesagt, wenn man schnell auf eine Höchstgeschwindigkeit kommt, durch Beschleunigung ist es schon viel wert. Vor allem muss man auch dazu sagen, hier auf Sebring, da ist es ja natürlich eine Strecke, wo Beschleunigung ganz wichtig ist, weil ich meine jetzt aus der Kurve jetzt vielleicht nicht so, da ist eher wichtig, dass du schnell um die Kurve kommst. Aber ihr seht es dann schon hier vorne, hier ist hartes Anbremsen wichtig und dann sind es ja ganz enge Kurven, die muss man erstmal rumkommen. Das heißt, man braucht viel mechanischen Grip, weil der aerodynamische Grip hier unten auch nicht so wichtig ist. Wenn man dann halt hier so auf den engen Kurven rauskommt und dann aufs Gas drückt, ja, dann muss halt Power kommen. Und dann kommt man richtig schnell raus. Und so Stellen hat man ganz oft hier auf dieser Strecke. Und deswegen ist es zum Beispiel, das habe ich ja schon mehrmals erwähnt, zum Beispiel ein Porsche, der ja einen Heckmotor hat, wo wirklich halt der Motor auf der Hinterachse sitzt, der das Auto ja richtig nach unten drückt da hinten, hat er halt einen Traktionsvorteil, also einen Grip-Vorteil. Das heißt, die können viel früher aufs Gas gehen, wenn du einen Porsche mit Heckmotor fahren würdest. Die hätten dann halt hier auf der Strecke natürlich auch ihre Vorteile, ganz klar. Porsche haben wir aber leider nicht im Spiel und werden wir wahrscheinlich auch nicht mehr sehen in Forza 5. Wie gesagt, meine größten Hoffnungen beruhen ja sowieso auf Forza 6, aber das wisst ihr ja. Und natürlich jetzt dann auch auf das neue Horizon 2 freue ich mich echt riesig. Hat man ja in der E3 gesehen, was da so alles schon drin ist. Natürlich Horizon, was ganz anderes im Vergleich zu Forza Motorsport. Horizon natürlich viel arcade-lastiger, Open-World-Spiel. Aber dennoch geil einfach. Also der erste Teil riesen Spaß gemacht. Deswegen freue ich mich auch echt auf den zweiten Teil, jetzt mit europäischem Setting. Da kann man eigentlich echt sich drauf freuen. Also ich zumindest tue es. Vor allem ein Vorteil oder ein, was mich sehr glücklich gestimmt hat, war, dass Horizon 2 auf der gleichen Engine basiert wie hier Forza 5. Und in Horizon haben wir ja gesehen, gibt es Tag, Nachtwechsel und Wetter. Das heißt, ja, die Engine hier, die kann das eigentlich, also sie kann es stemmen. Und das stimmt mich halt auch wiederum positiv auf Forza 6, dass da vielleicht dieser Schritt Tag-Nacht-Rennen oder Wetter halt echt mit reingenommen wird. Grafisch müssen sie ja eigentlich nichts mehr tun, würde ich sagen. Vielleicht können sie hier und da nochmal ein bisschen Performance rauskitzeln. Aber ansonsten grafisch ist das ja alles okay. Ich glaube, da wird sich keiner beschweren, wenn das optisch fast genau gleich aussieht. Aber mit eben Tag-Nacht und Wetter, das wäre halt schon nochmal richtig, richtig geil. Nichtsdestotrotz fahren wir jetzt hier über Start und Ziel. Ben, das Rennen als erster, lief richtig gut mit dem BMW hier auf der Strecke. Also können wir uns nicht beschweren, das Auto läuft. Holen die nächste Goldmedaille in der Veranstaltung und rücken dann gleich weiter vor. Jetzt holen wir erstmal nochmal ein bisschen Credits ab. 4 von 10 Rennen haben wir jetzt, also wir haben noch ein bisschen was vor uns. So, steigen ein bisschen Stufen auf. So, speichern wir mal noch das Video für euch ab. So. So, nicht hochladen und setzen das Ganze fort. Und dann schauen wir doch mal, wo unsere Reise hingeht. Wir verlassen Sebring in Florida. Und gehen. Für die heutige Veranstaltung kehren wir noch einmal in das über 1000 Jahre alte, wunderschöne Prag zurück. Ja, und gehen nach Prag in die Tschechische Republik.
wieder mal dieser Stadtkurs, der sehr, sehr schön, sehr, sehr gelungen ist. Allerdings auch sehr anspruchsvoll ist, meiner Meinung nach, gerade durch diese Pflastersteine und so. Wobei, gut, unser altes Auto wird es wahrscheinlich gut abfedern. Ich denke mal, bei moderneren, hart eingestellten Autos, wie zum Beispiel Rennautos, da liegen wir halt schon ein bisschen schwieriger auf diesen Pflastersteinen auf. Aber nichtsdestotrotz, gucken wir mal, fahren hier auch den Full Circuit, also den kompletten Kurs. Und damit gehe ich jetzt auch einfach mal davon aus, dass wir ein normales Rennen fahren und kein Event. Aber das sehen wir jetzt dann gleich. Jawohl, normales Rennen. Hier die Startaufstellung wird sich nicht ändern groß. Nein, das ist eigentlich im Prinzip das gleiche Feld. Ja, dann würde ich mal sagen, starten wir das Rennen. Zwei Runden haben wir auf dieser 5,65 Kilometer langen Strecke. Diesem Stadtkurs mitten in Europa. Mitten des im Herzen der Tschechischen Republik. Ja, und wieder kommen wir ganz gut weg. Würde ich jetzt mal behaupten, können wir uns nicht beschweren. Hier ist natürlich jetzt Vorsicht gefragt, müssen jetzt halt am besten einen Crash vermeiden. Jetzt machen wir natürlich wieder mehr kaputt am Auto, als uns lieb wäre. Jetzt hier die erste Kurve, die ist enger als man denkt. So, dann kommt das Auto ein bisschen quer. Wie gesagt, ein bisschen Power steckt da schon runter unter diesem Auto. Vor allem wiegt das Auto nichts hier mit 900, weiß ich wie viel Kilogramm, unter einer Tonne. Das ist schon, ja, bemerkenswert. Aber klar, an den alten Autos, die waren erstens kleiner, vor allem war da nicht so viel Schnickschnack drin. Und ja, dadurch waren sie auch leichter. So, jetzt gucken wir hier, dass wir hier schön sauber durchkommen. Hier trägt es uns richtig gut weit nach außen. Aber wir haben Platz hier, die Strecke ist breit. Und das ist auch ein gutes Stichwort, breite Strecken. Ja, die Nordschleife ist nicht so breit gewesen hier im 24-Stunden-Rennen. Gerade am Anfang, das war ja eine richtige Hatz. Die haben sich ja gegenseitig schon nahezu abgeschossen und ihre Rennen weggeworfen. Also das hatte nicht den Anschein, dass hier wirklich ein Langstreckenrennen gefahren wurde im 24-Stunden-Rennen. Weil im Vorfeld auch ganz klar gesagt wurde, wer gewinnen will, der muss voll durchfahren, es ist ein Sprintrennen und na gut, das war es ja dann am Schluss auch, weil Team Phoenix mit ihrem Audi R8 LMS Ultra haben ja auch wirklich tatsächlich ein Sprintrennen abgefeiert und es war auch spannend bis zum Schluss, also bis zum Schluss waren eigentlich 5 Teams mit dabei um den Sieg, also bis nahezu zum Schluss, in den letzten Stunden hat es sich dann relativiert, aber so ist es ja meistens 24-Stunden-Rennen, aber ja, im Großen und Ganzen richtig geile Ausgabe gewesen, das 2014er ADAC Zürich 24-Stunden-Rennen Nürburgring Nordschleife war schon richtig, richtig geiles Event. Ich weiß nicht, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr das auch natürlich verfolgt habt. Ich meine, ich habe, wie gesagt, zu diesem tollen 24-Stunden-Rennen ja eben hier die Folge davor hier ja extra zu Ehren dieses 24-Stunden-Rennen eine Folge gemacht. Und aber dennoch, jetzt ist es ja vorbei offiziell. Ja, da könnt ihr vielleicht ja auch nochmal eure Eindrücke schreiben, wenn ihr denn welche gesammelt habt. So. Aber jetzt sind wir hier auf der Strecke in Prag mit unserem BMW und wir führen mittlerweile schon wieder. Also wir kommen hier eigentlich ganz gut durchs Feld mit dem Auto. Da können wir uns nicht beschweren. Die Gripverhältnisse und die Beschleunigung passt ganz gut. Da haben wir dann doch ganz gut das Auto zusammengeschraubt. Würde ich mal behaupten. So, müssen wir ein bisschen aufpassen. Da zieht das Auto richtig weit rüber. Ui. So, ja, eine richtig tolle Strecke natürlich, diese Prag-Strecke. Kann man gar nichts dagegen sagen. Weil da auch schöne Kurven mit drin sind, schöne Abschnitte. Ist nicht so ein eckiger Stadtkurs wie zum Beispiel Long Beach. Bin ich jetzt... Es ist zwar ein schöner, traditioneller, in Amerika bekannter Kurs, dieses Long Beach. Aber ich muss sagen, ja, mir gefällt die Strecke immer noch nicht so wirklich, das Long Beach, weil da halt einfach nur so eckige Kurven drin sind. Sehr enger Kurs ist und hier hat man doch ein bisschen Platz. Und hat auch echt hier die schöne Abschnitte mit drin. Und natürlich hier der europäische Flair gefällt mir ja natürlich sowieso dann besser wie der amerikanische. Aber das liegt dann wahrscheinlich auch daran, dass ich ja hier Europäer bin. So.
Jetzt müssen wir aber hier nochmal vorsichtig sein, weil von hinten nähert sich so langsam ein weiterer Herausforderer. Jetzt fahren wir hier durch den Tunnel. Jetzt auch eine gute Zwischenzeit gefahren. So, hier müssen wir ziemlich eng bleiben. Aber wenn ich hier ein bisschen auf den Randstein komme, dann trägt es mich ein bisschen raus, aber es passt. Und jetzt fahren wir hier über die Brücke noch. Ein Blick in die Sonne. So, müssen wir hier aufpassen. Dass wir hier nicht unnötig hier noch in eine Leitplanke bzw. in so eine Bettungwand sausen. Jetzt hier kürzen wir ein bisschen ab über die Curbs. Und Vollgas. So, jetzt hier diese ganz enge Kurve. Und jetzt dann über Start und Ziel und wir holen mit dem BMW hier den nächsten Sieg. Es ist ja ein tolles Auto, muss man sagen. Passt jetzt auch vor allem ganz gut zu den anderen. Da ja auch hauptsächlich eben ältere Modelle mitfahren. Da sind wir mit unserem 73er BMW 2002 Turbo ganz, ganz gut bedient, würde ich sagen. Macht auf jeden Fall echt Spaß. Und ja, wie gesagt, jetzt kriegen wir nochmal ein bisschen Credits natürlich für unsere herausragende Leistung, die wir hier vollbracht haben. Ja, da geht's weiter. Stufenaufstieg kriegen wir nicht hin. Jetzt speichern wir das Video erstmal ab. Für euch natürlich wieder, dass ihr auch die Außensicht seht. So, und dann setzen wir das Ganze fort und gucken wir mal, wo es hingeht. Wie gesagt, wir haben ja noch ein strammes Programm vor uns. Verlassen die Tschechische Republik und gehen. Heute kehren wir zurück auf die Road Atlanta im Peach State, Georgia. So, ja, nach Georgia in der USA. Road Atlanta, ja, eine schöne Strecke, auch schon lange im Forza-Franchise vertreten. Ja, gucken wir einfach mal, wie es läuft. Hier ist natürlich Topspeed auch nicht unwichtig, aber auch Beschleunigung, die haben wir ja mit unserem Auto. Also von dem her bin ich auch zuversichtlich, dass wir hier gut sein werden. Jetzt gucke ich aber dann gleich nochmal auf der Strecke. Wir fahren auch hier wieder in Full Circuit. Ja, fahren hier auch ein ganz normales Rennen. Und zwar die 3-Wattage-Schwierigkeit. Ja, die steht nämlich auf Experte. Deswegen sind wir auch so einfach. Ich habe mich nämlich schon gewundert, da ist die Konkurrenz ist nicht so stark. Ja, dann möchte ich natürlich auf Pro fahren. Ich weiß nicht, warum die auf Experte steht. Ehrlich gesagt, ich habe es in der Karriere nie umgestellt. Aber vielleicht habe ich mal ein freies Rennen oder sowas gemacht, wo ich irgendwas ausprobiert habe. Das könnte sein und das wird dann da übernommen. Also vielleicht haben wir jetzt doch ein bisschen mehr Herausforderungen unter BMW. Ja, vielleicht geht er doch nicht so gut im Vergleich zur Konkurrenz, wie wir zunächst gedacht haben. Aber das schauen wir doch mal, wie es jetzt läuft, weil jetzt sind die Konkurrenzen doch ein bisschen aggressiver, ein bisschen besser, ganz klar. Dennoch am Start kommen wir trotzdem wieder ganz gut weg. Da können wir uns nicht beschweren. Ja, da wird es ganz eng. So. Rechtzeitig bremsen, möchten wir da jetzt das KM hinten drauf fahren und uns das Auto schon gleich schrotten. So, die zwei behaken sich. Das kommen wir dann am einen schon vorbei. Jetzt sind wir dann innen gleich. Dann können wir an dem vielleicht auch vorbei. Jetzt mache ich mich hier so ein bisschen breit. Ja, übernehmen dann aber, attackiere dann gleich schon den nächsten. Also läuft ganz, ganz okay. Boah, hier ist es eng. Boah, das war ganz knapp hinten, dass der mir nicht hinten drauf gefahren ist. So, sind jetzt direkt am Viertplatz, sind schon hinten dran. Also wir kommen trotzdem relativ gut durchs Feld, zumindest am Anfang. Aber es könnte sein, dass die vorderen Platzierten, also Platz 1, 2, 3, so ein bisschen schneller unterwegs jetzt sind. Das sehen wir dann gleich. Aufpassen. Ja, diese ganz enge Rechtskurve. Und jetzt durchbeschleunigen. Dritter Platz liegt vor uns, den möchten wir auf jeden Fall jetzt haben. Und hier habe ich so ein wenig das Gefühl, ja, hier fehlt uns jetzt dann doch die Power oben raus. Gerade auf der Strecke ganz, ganz wichtig. Diese Höchstgeschwindigkeit. Dennoch kriegen wir hier um die 200 Sachen drauf. Also es ist schon
Nicht schlecht. Und jetzt die Bremse. Ah, die muss jetzt richtig hart arbeiten. Alte Bremse. Da ist nichts modern dran. Da habe ich auch nichts umgebaut. Die ist Standard. Und der fährt hier zu. Der macht uns keinen Platz. Aber jetzt vielleicht hier innen rein. Wenn er nicht zuzieht. Ich fahre jetzt mal ein bisschen übers Grün. Boah, da hebelt das Auto schon halber aus. Egal, wir sind vorbei erstmal. Dritter Platz, ganz wichtig. Platz 1, ihr seht schon, fährt jetzt richtig davon. Also die Schwierigkeitsumstellung macht es jetzt zumindest auf den Sieg schwieriger. Aber wie gesagt, dritter Platz reicht uns ja. Aber naja, darauf ausruhen können wir uns nicht. Wir attackieren jetzt einfach mal weiter. In der Hoffnung, dass wir vielleicht noch Platz 2 kriegen. Und dann vielleicht von denen ein bisschen abhauen können. Das wäre ja schon wünschenswert. Dann gucken wir doch einfach mal. So, wow, da komme ich hier aufs Grün. Ich fahre jetzt hier schon ein bisschen am Limit des Autos. So, jetzt sind wir hier hinten dran. Da haben wir eigentlich ganz gut Schwung mitgenommen. So. Jetzt sind wir dann gleich außen an der Kurve. Das ist natürlich jetzt nicht so super. Müssen wir aufpassen, dass wir da jetzt nicht abfliegen. Ja, und ich habe es mir schon gedacht, wir fliegen ab. Ein bisschen früher bremsen müssen hier außen. Das ist immer ganz kritisch. Das kostet jetzt natürlich wertvolle Zeit. Ganz, ganz wertvolle Zeit. Und da kommt das Auto auch schon ein bisschen quer. Bin mir mal gespannt, ob wir nochmal ranfahren können hier auf Platz 2. Platz 1 setzt sich ja schon ein bisschen ab jetzt hier vom Feld. Und Platz 2, das wäre schon nochmal eine Wucht, die nochmal zu holen jetzt. Da müssen wir aufpassen, dass wir von hinten nicht nochmal einen fünften Gang. So, jetzt hier rechtzeitig bremsen. Und das Auto rumsetzen hier, dann durch diese enge Links-Rechts-Schikane, über diese Kuppe, die man echt überhaupt nicht einzieht. Also, wenn da ein Unfall direkt dahinter ist, dann ist schlecht. So, jetzt gut durch diese letzte Kurve kommen, mit viel Schwung. Und da kommen wir auch näher, da sind wir besser als hier dieser Vordermann durchgekommen, durch die Kurve. So, schalten den Gang zurück, gehen durch die erste Rechtskurve, die hier ja so bergauf geht. Setzen uns jetzt hier mal so ein bisschen in den Windschatten, würde ich mal behaupten. Versuchen es zumindest mal. Kommen jetzt auch hier besser durch die Kurven als der. Oh, jetzt gibt es eine leichte Berührung. Da wollte ich jetzt gerade durchbeschleunigen und der kam irgendwie nicht vom Fleck. Das war natürlich keine Absicht, sorry. Aber jetzt kommen wir hier nochmal besser voran. Wir sind jetzt auch vorbei an ihm. Jetzt müssen wir aufpassen hier. Nicht abfliegen. Platz 1 ist wie gesagt nicht mehr in Schlagdistanz. Da hätten wir nicht abfliegen dürfen und selbst dann wäre es, glaube ich, knapp geworden. So, wieder abbremsen hier, diese ganz enge Rechtskurve. Jetzt voll durchbeschleunigen. Ja, Platz 1 ist auch von davon, aber wie gesagt, Platz 2 ist auch okay, Goldmedaille. Klar, natürlich die Rennen davor, wie gesagt, habe ich falsche Schwierigkeitsgrad gehabt, ist mir ja, mein Fehler auf jeden Fall. Wäre es vielleicht doch spannender gewesen da. Aber naja. Läuft trotzdem ganz gut, würde ich sagen. Zweiter Platz, können wir zufrieden sein. Ist ja auch nicht immer einfach hier, wenn man sich da komplett durchs Feld pflügen muss und Platz 1 schon auf und davon fährt am Anfang. Diesen Rückstand muss man auch erstmal wieder zufahren. Vor allem, wenn man dann so einen Fehler macht wie ich und jetzt hier auch nicht so sauber durchkommt. So, jetzt hier durch diese letzte schnelle rechts, die muss man immer richtig gut erwischen. Ja, die habe ich nicht perfekt erwischt, aber ging nochmal gut. Sind durchs Ziel gekommen. Zweiter Platz. Können wir uns nicht beschweren. Und ja, ein Rennen fahren wir noch. 4 Rennen heute mit diesem BMW, weil es so schön ist. Und kriegen jetzt ja auch ein bisschen Credits, kriegen auch ein bisschen mehr Credits wieder vor. Da hätten wir es eigentlich auch schon sehen müssen, dass hier die Ausschüttung der Driver-Tar-Schwierigkeit nicht gereicht hat. Steigen nochmal Stufe hier auf. Affinität fehlt ganz, ganz wenig. 300 Erfahrung bis zur nächsten Stufe. Das werden wir jetzt danach im nächsten Rennen schaffen. So, jetzt speichern wir erstmal nochmal das Video für euch ab. So, ja. Und dann setzen wir das Ganze fort und gucken wir mal, wo wir denn hinkommen. Auf in die
die Schweiz für eine Veranstaltung in den verschneiten Berner Alpen. Ja, in die Schweiz, Berner Alpen. Schnelle Kurven, was jetzt unserem Auto, glaube ich, eher weniger liegt. Aber gucken wir mal, wie wir uns damit oder wie wir damit zurechtkommen. Haben hier auch in der letzten Veranstaltung unseren Sieg noch gefahren, in der letzten Klasse, die wir gefahren sind. Ja, gucken wir mal, ob wir vielleicht hier nochmal einen Sieg schaffen können oder, ja, wie gesagt, immerhin die Goldmedaille, die wollen wir holen. Fahren jetzt hier auch den Festival Circuit, also den ganz großen. Und 5,84 Kilometer. Ja, auch keine Veranstaltung, sondern ein ganz normales Rennen. Und dann gucken wir mal doch einfach, wie es läuft. Ich denke mal, wir fahren hier auch zwei Runden, würde ich jetzt mal schätzen. Das heißt, es ist wieder wichtig, schon in der ersten Runde richtig gut zu attackieren. Ja, zwei Runden. Gucken wir doch mal, wie wir wegkommen. So, erste Kurve macht halt natürlich gleich zu, weil das eine ganz lange Linkskurve ist. Da geht es erstmal 180 Grad quasi rum. Jetzt schon leichte Berührung gibt es halt dann schon. Aber ist jetzt nichts Schlimmeres passiert. So, jetzt gucken wir mal, dass wir da auf dem Curb hier innen reinstechen. Passt ganz gut. Jetzt hier über den Curb. Hier ein bisschen mit dem Gas. So, jetzt hier bergab. Ganz gefährlicher Abschnitt hier. Wird mal ganz, ganz schnell. Boah, jetzt komme ich hier gegen die Leitplanke. Ganz gefährlich. Jetzt hier, vor allem der Bremspunkt hier ist immer sehr kritisch. Ich probiere es jetzt hier mal außen rum. Ah, der kommt hier. Ah ja. Passt, ich komme hier neben ihn und jetzt geht es rechts rum. Das heißt, ich bin innen. Schon mal nicht schlecht. Ja, auf dem Gas kommt das Auto ein bisschen quer, muss immer ein bisschen gegenlenken, ihr merkt schon. Ein bisschen Arbeit mit dem alten Auto, aber ist okay. Macht Spaß vor allem. So. Vierter sind wir schon mal. Einen müssen wir noch. Was haben wir hier? Ja, nicht so die perfekte Ideallinie, aber wir verlieren keine Zeit zum Glück. So, da haben wir den dritten. Den Drecksack 80. Hoffen wir mal, dass er kein Drecksack ist, wenn ich jetzt hier vorbei will. Bin ich eher der Drecksack, weil ich jetzt hier voll gegen seine Karosserie gefahren bin. Das wollte ich natürlich nicht, aber ja, irgendwie wollte ich es ja doch. Ein bisschen muss man ja auch drecksackmäßig fahren. Und am besten gegen den Drecksack. So. Jetzt müssen wir hier aufpassen, bei dem Bergabstück hier nicht in eine Leitplanke zu crashen. Das ist nämlich hier immer die Gefahr. So, jetzt hier diese letzte schnelle Linkskurve. Kann man echt fast vollfahren mit dem Auto. Jetzt hier nochmal richtig durchbeschleunigen. Platz 2 ist in Sicht. So, jetzt stehe ich mal innen rein. Das heißt, wir haben halt weniger Speed am Kurvenausgang. Würde ich behaupten, aber ja gut, er kann es aber auch nicht so umsetzen. Das heißt, wir attackieren ihn jetzt. Jetzt sind wir auch wieder innen. Versuche ich mal hier voll durchzufahren. Boah, das wird ganz heftig. Da trägt es uns richtig weit raus. Ihr seht schon. Aber es ging gut. Jetzt hier muss ich wieder ein bisschen vom Gas gehen. Und jetzt hier das Bergabstück. Vollgas durch. Da kriegen wir über 200 Sachen drauf. Jetzt nicht wieder die Leitplanke mitnehmen. So, jetzt rechts auf die Bremse. Und ihr merkt schon beim Bremsen, wie das Auto hier sich gerade stellt. Diese Kurvenfahrt während dem Bremsen ist hier mit dem Auto nicht so möglich. So, jetzt hier nochmal rum. Boah, da kommen wir ziemlich weit raus. Ganz knapp an der Bande vorbei. Jetzt hier durch den Tunnel. Ja, Platz 1 ist schon wieder ein Stück weit davon. Da fehlt uns immer ein bisschen Zeit. Aber das ist ja dann auch eine richtig gute Leistung hier vorne von demjenigen, beziehungsweise von diesem Treiber da, von demjenigen. Das muss man dann mal ganz klar so sagen. Und
Wie gesagt, wir fahren hier ja auf der zweithöchsten Schwierigkeitsstufe, die höchste, für diejenigen, die vielleicht neu dabei sind. Warum ich die höchste nicht fahre, das liegt einfach daran, dass die höchste Schwierigkeitsstufe, naja, sehr, sehr aggressiv fährt. Das heißt, die rammen immer. Somit verschaffen sie sich den Vorteil. Die sind nicht wirklich unbedingt jetzt die besten Fahrer. Das macht auch keinen Spaß und deswegen fahren wir hier die zweithöchsten. Die fahren, sagen wir mal, minder aggressiv. Sie fahren immer noch aggressiv, aber halt nicht ganz so auf Teufel komm raus. Ja, und ihr merkt schon, es reicht nicht mehr hier, um auf Platz 1 fortzufahren. Aber zweiter Platz ist auch okay, können wir uns nicht beschweren hier. Lief ganz gut mit dem Auto und haben wieder mal eine Goldmedaille geholt, das ist ja das Wichtigste. Und ja, an dieser Stelle kann ich nur sagen, das war es dann eigentlich schon im Großen für die Folge. Während wir jetzt hier dann die Credits und die Erfahrungen einsacken, kann ich noch mal darauf hinweisen, für die nächste Ausgabe von TWIF und Du wählst, ich fahre, könnt ihr natürlich noch das Auto wählen. Die Verlinkung ist natürlich hier in der Beschreibung, damit ihr gleich an die passende Stelle kommt. Und ja, da könnt ihr dann wählen. Auswahl ist mehr als genug da. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Da werde ich mir dann nochmal ein neues Auto raussuchen. Mal gucken, ob ich bei den alten Modellen hier bleibe. Ob ich dann wieder ein moderneres Auto hier raushole für die D-Klasse. Das müssen wir dann mal noch schauen. Ja, mit dem BMW hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Wenn euch der BMW auch gefallen hat, könnt ihr das natürlich gerne auch in die Kommentare schreiben. Ansonsten würde ich mal sagen, verabschiede ich mich jetzt für heute, für die Folge. Und dann sehen wir uns, wie gesagt, in der nächsten. Bis dann, euer Ray.